Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, Kimco. Und zwar folgt jetzt weiterhin der Zusammenbau. Und es geht um die Verkleidung, Sitzbank und ja, was noch alles so dazugehört. Auf jeden Fall würde ich das ganz gerne heute noch über die Bühne bringen. Ja, dass man vielleicht dann auch bald mal auf die Straße kann. Wie man hier natürlich schön sehen kann, ein Eimer Wasser. Das Rücklicht muss auch unbedingt gereinigt werden. Das tue ich mal in das Prielwasser rein. Und das Teil muss ich natürlich auch noch ein bisschen nachreinigen. Das Vorderteil, was unter der Sitzbank sitzt, das sollte natürlich auch noch gereinigt werden. Puh, okay, kann rein, geht an. Jetzt sind ja ein paar Stunden vergangen. Deshalb würde ich ganz gerne mal gucken, ob er mit Überbrückung allerdings, weil die Batterie ist ja nun oder hat einen Schaden sozusagen, mit Überbrückung nochmal starten. Wie schnell geht das? Das werden wir jetzt rausfinden. Gucke mal, der Motor ist eiskalt. Zündung an. Sieht alles gut aus und los geht's. Das ist okay. Das heißt, wir können jetzt Verkleidungsteile anbringen. Ich würde auch sagen, fangen wir an mit dem Rücklicht. Das geht ja schnell, ist ja ruckzuck abgewaschen, ist ja kein Matschigos drin, ist ja wirklich nur Schmutz und das waschen wir einfach schnell aus und schon ist das Rücklicht auf jeden Fall sauber. Im Hintergrund lasse ich hier die Batterie weiterladen. Die hat hier eben noch mal kurz abgehangen, dass wir einfach dann mal einen Start machen können. Also, er braucht auf jeden Fall eine neue Batterie. Die Batterie kann nicht bleiben, die jetzt eingebaut ist. Die muss raus. Die bringt auch nicht mehr die Leistung. Deshalb muss auch noch eine neue Batterie her. Ja. Sogar das Rücklicht war mit unterschiedlichen Schrauben befestigt. Ich habe mir jetzt zwei gleiche oder identische rausgesucht. Eine sitzt schon, die nächste setzen wir jetzt ein, dass das auch ordentlich und gleichmäßig aussieht. Das soll ja, wenn dann schon, wieder schick aussieht. Gut, also festziehen und Rücklicht, ja, sitzt alles. Gut, das ist schon mal wieder von der Liste gestrichen. Verkleidungsteil auch sauber. Wie gesagt, das, was unter den Sitz drunter kommt, das kann eingesetzt werden. Bevor ich jetzt überhaupt eine Verkleidung anbringen kann, heißt es hier, das Teil, dieser Unterboden muss noch gesichert werden. Das mache ich jetzt natürlich, indem ich die Schraube jetzt hier wieder dran mache. Das hatte ich ja extra gelöst, weil ich ja da drunter im Grunde an dem Benzinhahn noch ein bisschen gearbeitet hatte. So, auf der anderen Seite, die ist ja noch drin. Die nehme ich jetzt raus und fette sie auch nochmal, dass damit Ruhe ist. Nun gut, dass ich diese hier auch noch rausgenommen hatte, weil die war richtig gut vergammelt. Schön dick eingefettet, sauber wieder drin und nochmal fett drüber gezogen sozusagen. Sollte Ruhe mit sein. Jetzt dürfen wir allerdings unsere Verkleidung aufsetzen. Das heißt, nach vorne ziehen. Ja, so sieht es schon gut aus und nach unten ziehen. Ja, hier vorne wird sie noch eingerastet.
Da musste ich allerdings jetzt auch mal gucken, ob auch wirklich alles richtig sitzt. Das sollte ja nun schon so sein, dass hier alles richtig sitzt. Ja. Das heißt immer noch mal so ein bisschen wandern, dass man das auch wirklich dann drauf hat, weil sonst ärgert man sich, dass man nicht weiterkommt. Gut, jetzt müsste sie hier eingerastet werden. Boah, das ist Fingerspitzengefühl. Also Verkleidung sitzt, was ich unbedingt neu brauche, ist doch ein Trittbrett, weil das bröselt schon langsam auseinander. Ich habe hier eben nur mal auf der einen Seite, auf dieser Seite, kurz so ein bisschen drauf geklopft, schon bröselt es. Also, tja, Wind und Wetter ausgesetzt, nicht abgedeckt, die Sonne arbeitet und die Witterung. Wie man schön sehen kann, ja, das ist gerissen und da lässt sich nichts mehr groß dran machen. Ich weiß gar nicht, warum hier unten, hier ist ja eine Schraube drin, ne? Ich weiß gar nicht, warum hier unten gar kein Halt drin ist. Ah, okay, ich weiß Bescheid von diesem Unterteil. Das würde normalerweise noch weitergehen. Selbst das hat hier schon was weg, oder da ist schon was weg. Ja gut, okay. Trotzdem, das machen wir irgendwie. Ich habe gerade auf der anderen Seite nochmal geguckt und zwar geht dann hier so eine Rundung rum. Ja, das würde heißen, ein neues Oberteil und am besten auch gleich ein neues Unterteil. Und selbst wenn es gut gebraucht ist, auf jeden Fall, dass das dann hier wegkommt, weil das hat keinen Halt mehr. Erstmal kommt hier doch mal eine Schraube rein. Jawohl. Und gegenüber. Das heißt, diese Schraube kommt hier rein. Ja, so bekommen wir wenigstens noch etwas Halt hier rein, bis es dazu kommt, dass was Neues dran kommt. Hier drunter kommt natürlich auch noch was, aber da kommen diese Art Dübel rein, rechts wie links. Also, das würde heißen, zack, und das ist auch eine Kreuzschraube, die kann ich dann natürlich auch gleich mit anziehen, wenn ich mein Schraubendreher natürlich nicht, ach nein, dafür habe ich ja einen kleinen Knubbelschraubendreher geholt. Stimmt, auch mir passiert sowas, also man darf es nicht so eng sehen. Gut, das sollte ausreichend sein. Andere Seite, auch dieser Knubbel rein, zack, und verschrauben. Ach, ich hoffe doch, das geht. Ich halte hier mal ein bisschen gegen und ja, gut geklappt. Somit kann jetzt hier auch unser Plastikteil wieder dran. Setze es erstmal unten ein. So, das sieht schon gut aus. Naja, das sieht ja wenigstens noch ein bisschen stabil aus. Und hier so reinklemmt. Hier genauso, hier gucke ich lieber nochmal. Und hier reinklemmt. Schade, ein Halter ist hier ab, aber naja, das lässt sich dann eben nicht vermeiden. Ich will hier nochmal gucken. Ja, anders geht es leider nicht. Schade eigentlich. Aber so schlimm ist das nicht. Den mache ich im Sommer neu. Das ist natürlich jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, hier drüber zu putzen, weil, wie ich euch schon sagte, jetzt kann ich hier auch ein bisschen mehr aufdrücken. So kann ich die Verkleidung erstmal feucht überwischen und kann mir sicher sein,
dass das hier dann erstmal alles sauber ist. Das mache ich jetzt schnell fertig und dann kommt die Sitzbank rein. Hier hat die Verkleidung natürlich auch gelitten, aber wie gesagt, der Sommer kommt auch noch. Da kann man einiges nachholen. Deshalb schön sauber machen und ja, umso mehr Freude hat man dann von den ganzen Lieder. Und der Roller sieht vor allem auch nicht mehr so traurig aus. Also fertig machen. Wenn wir uns sicher sind, dass hier drinnen jetzt alles in Ordnung ist und auch passt, dann heißt es, ja, warum tun wir nicht die Sitzbank noch an? Umso schöner ist es doch. Fett an die Schrauben und ein bisschen ausrichten, dass wir auch unser Helmfach verschrauben können. Das heißt einmal und gleich Nummer zwei hinterher. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Na, wer sagt's denn? Jetzt hier oben noch. Eins, zwei. Für hier habe ich mir nochmal zwei identische Unterlegscheiben rausgesucht. Die waren nämlich auch nicht vorhanden. Hier gebe ich auch wenigstens ein bisschen Fett dran und setze somit meine neuen Schrauben ein. Hier ist auch die andere Scheibe. Wie gesagt, da waren auch falsche Scheiben drauf. Und ja, wenigstens soll das Ganze ja dann einheitlich aussehen. Gut, das können wir in dem Moment jetzt auch verschrauben. Also rein damit. Dürfen auch ruhig ein Tuck länger sein. Die Hauptsache ist, dass die Schrauben ordentlich ziehen und alles gesichert ist. Gut, oben handfest, reicht hin. Und ich brauche eine Verlängerung, weil hier, diese ziehe ich nämlich auch nur handfest. Wir brauchen nicht so fest oder so bombig sitzen, also ganz normal. Hier sehe ich gerade, hier ist auch so ein bisschen Unterschied. Da will ich mal gerade gucken. Ah, okay. Kommt die? Ich glaube, sie kommt. Die Mutter zumindest, oder? Nee, ich glaube, hier dreht sich sogar irgendwas mit. Wahrscheinlich mit Mach. Und ja. Jetzt ist das Ganze überdreht. Gut, kann man später auch noch gucken. Hier kommt auch noch eine Schraube rein. Die setze ich hier unten ein. Da setze ich allerdings kein Fett mit ein. Nehme meinen Schraubendreher und jetzt sollte alles gut sein. Na, wir sind gut vorangekommen. Na, was will man mehr? Ich würde sagen, für heute haben wir gut was geschafft und der Roller ist wieder ein Stück näher der Straße. Das heißt auch näher der Anmeldung. Deshalb würde ich sagen, schnell rein und für euch das Video noch schnell einstellen. Viel Spaß dabei. Tschüss.